Hallo Freunde, willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir schlagen uns immer noch durch die Wüste von Tatooine. Wir sind im Sandleutegebiet, ziemlich tief drin. Und suchen noch nach einer Energiesignatur. Heieiei. Kommt davon, wenn man schon wieder stundenlang aufnimmt heute. Keine gute Sache. Bin nur froh, dass wir nicht in den PvP-Bereich mussten, der hier ein paar Meter nebenan liegt. Davon haben wir wieder einen Aufzugsboss. Und da unten kann dann praktisch alles sein. Und wollen wir mal hoffen, dass es nicht zu groß ist. Aber abgesehen von der Gruppenquest müssten wir dann so ziemlich alles haben hier. Na gut, abgesehen von der Gruppenquest und den ganzen Bonusquests. Dann kommen wir wahrscheinlich auch noch direkt, wenn wir die Quest hier abgeben, folgequestmäßig ins Dünenmeer und das ist dann das letzte Questgebiet. Und dann neigt sich die ganze Show langsam dem Ende hier auf Tatooine. Selbst wenn ich dann den Anchorhead nochmal auf eine Questreise geschickt würde, die würde ich, glaube ich, auslassen. So scharf bin ich nicht auf Tatooine. Und um die Erfahrungspunkte geht es mir nicht, dann hätte ich da andere Möglichkeiten. Motznet, du bist so langsam, Boda. Ich kann nichts dafür, wenn du hier keine Beute machen kannst. Soll ich mit einer Hand auf dem Rücken spielen, oder was? Gut zugegeben, das wäre vielleicht mal spannend. Wobei ich es ehrlich gesagt nicht gewohnt bin, Fähigkeiten mit der Maus anzuklicken. Laufen geht. Nur irgendwie verlieren die Kurztasten dann so ein bisschen den Sinn und Zweck. Aber Boda kann was tun. Na komm, lass mal gut sein. Dann spiele ich doch lieber mit zwei Händen. Wenn wir schon dabei sind, Boda, du kannst dich mal nützlich machen und den Druiden zerlegen. Da, aufsammeln. Geduld. Nochmal so einer. Na gut. Silberne Druiden sind eine tolle Sache. Komm, benutzen wir zwei Hände, machen die Fähigkeiten noch mehr Schaden. Das siehst du, Boda? Oh, den darfst du zerlegen. Ich suche uns in der Zwischenzeit neue Beute. Moment, du zerlegst einen Roboter und alles, was du kriegst, ist ein Lack? Ich glaube, das müssen wir nochmal üben. Okay. Versuch bei dem, bitte, Metallteile rauszuziehen, okay? Der Druide hat so viele Schaltkreise und Blech. Wie Bender schon sagt, er besteht zu 40% aus Kabeln. Und er holt wieder Lack raus. Was ist das, ein Lackbotter? Naja. Was soll es? Die Bonusquest... Achso, wir sind für Chaka unterwegs. Ah, richtig, da sind wir. Okay. Wir sind für den SED unterwegs gerade in der Quest. Jetzt kommt's durch. Doch, das ist okay. Oh, bitte, bitte, bitte. Das habe ich mir gedacht. Jetzt aber. Jetzt hör auf zu motzen. Diesmal ist es wenigstens bis hin geschafft. Ich weiß nicht, ob der Wookie eine gute Idee war.
Auf der anderen Seite sind wir ehrlich, Korse könnte bei so viel Schaden, wie wir machen, auch nicht wirklich viel tun. Es sieht nur so aus, als ob, weil er eben reinspringt, dann macht er vielleicht einmal ein bisschen Schaden. Aber im Großen und Ganzen würden wir natürlich immer noch die Hauptarbeit machen. Und wenn wir ehrlich sind, so soll es ja auch sein. Sind hier nur Begleiter. Und zwar die unsere, nicht umgekehrt. Oh, du bist einer, der sich für zäh hält. So weit, so gut. Oder? Du da zerlegst den, ich zerleg diesen. Und das ist die Energiesignalquelle, so muss das sein. Dann bin ich mal gespannt. Eine kleine Sequenz wäre toll. Wow. Na, so viel dazu. Okay, was haben wir? Oh, das ist nett, dass die den Aufzug auf diese Art gemacht haben. Da kann man sich wenigstens da durchklicken. So, das sind noch Sandleute besiegen. Das ist eine Bonusquest. Muss nicht unbedingt sein. Ansonsten hätten wir noch Quests abgeben und Minenkomplexen Helden 2. Ich sage euch was. Wir teleportieren mal zurück nach Salara, geben diese ganzen Quests ab, sehen, was wir hier in dem Gebiet noch zu tun haben. Wenn es ins nächste Gebiet gehen sollte, machen wir den Minenkomplex. Wenn nicht, erledigen wir erstmal noch die anderen Sachen. Klingt, denke ich, erstmal nach einem Plan. Setzen wir ihn um. Auf geht's. Gut, hier sind wir schon in Salara. Und das ist der Schutzmann. Jawohl, für den haben wir die Scharfschützengewehre organisiert, glaube ich. Dann mach was daraus. Was willst du mit einem Salak? Hast du Kopfgeldjäger zu entsorgen? Da draußen sind noch jede Menge Sandleute. Es ist vermutlich noch nicht vorbei. Nichts zu danken. Ich mache irgendwie nur einen Job für Credits. So weit, so gut. Ja, der Übergang zum Dünenmeer leuchtet nicht mehr, weil wir näher an einem Gleiterposten sind und die Route haben wir schon. Die Route haben wir einfach seit dem letzten Patch, soweit ich das weiß, hat man die Gleiterrouten für den Planeten eigentlich schon ziemlich komplett von Anfang an. Was natürlich auf der einen Seite eine tolle Sache ist für Spieler, die das Spiel schon mit mehreren Charakteren durchhaben jetzt. Melden Sie Ihre Beschwerden. Die kennen den ganzen Kram schon und für die ist das natürlich eine wundervolle Zeitersparnis. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Spieler, die neu dazukommen, haben letztendlich die Wahl, ob sie das mit den Gleiterstrecken direkt so übernehmen wollen oder ob sie es auf die klassische machen und die Strecke vorher nochmal manuell ablaufen. Muss jeder für sich selbst wissen, wie er ein Spiel genießt. Ihr seid zurück? Habt ihr sie gerettet? Sind meine Liebsten in Sicherheit? Du hast sie nicht mehr alle. Hier sind sie, ohne einen einzigen Kratzer. Danke. Ich danke euch so sehr. Wraith, du... Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist ein Scherz, oder? Wraith! Danke. Danke. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Tut mir leid, dass ihr eure Zeit verschwenden musstet. Macht's gut. Und passt auf euch auf. Aha. Pass auch auf dich auf und auf euren Superhelden hier. Wow. Hat er nicht irgendwas von Frau und Tochter erzählt oder so? Ich war wirklich der Meinung, da geht's um seine Familie, nicht um Spielzeug. Komischer Typ. Naja. Es dauert noch ein paar Minuten, bis diese Scans verarbeitet sind. Was ist... Hey, seht mal, wer wieder da ist. Schlechte Neuigkeiten, Fowler. Die Datenanomalie war ein Scherkerhorchposten. Mist. Lexende muss ihn errichtet haben. Jetzt hat der Cyborg-Spinner unsere Daten. Scherker kann die verlorene Basis genauso leicht finden wie wir.
Ich glaube, die können das leichter finden. Die haben ein riesen Raumschiff hier in der Nähe. 2000 Meter über dem Boden, irgendwas hat er doch erzählt. Das bedeutet dann wohl, dass die Daten vollständig sind? Ja, sie werden gerade maschinell überprüft. Aber wenn Lexende die Spur aufgenommen hat. Wir sind davon ausgegangen, dass Tscherker uns von der Anlage fernhalten wollte. Vielleicht lagen wir falsch. Vielleicht wollten sie haben, was sie zurückgelassen haben. Gromiks Daten. Wir haben ein paar Dinge gesehen. Ja, anscheinend ist Tscherker nicht nach Tatooine gekommen, um das Gerät zu bauen oder zu testen. Sie haben es hier gefunden, unter der Oberfläche. Ein Artefakt mit genügend Macht, einen ganzen Planeten auszulöschen, das einfach in der Wüste vergraben war. Ja. Und die hatten keine Unterlagen darüber, wo sich das auffällt. GPS-Daten oder sowas in der Art. Die sind darauf angewiesen, dass wir das für die wiederfinden? Ich glaub's nicht. Es gab eine Katastrophe und sie haben es zurückgelassen. Das denke ich auch. Camus, hat der Computer die Scans schon mit Gromiks Bauplänen abgeglichen? Noch nicht, aber gleich. Ja. Anscheinend ist der Haupteingang ein paar Kilometer entfernt. Was ist mit den Türcodes? Es gibt ein paar Relais-Türme bei der Basis. Dort finden sich sicher eine Menge Daten, darunter auch die Codes und alte Kommunikationen. Mit den heruntergeladenen Daten aus den Relais-Türmen könnt ihr in die Basis eindringen und das Gerät zerstören. Es darf nicht in die falschen Hände geraten. Gut. Kein Problem. Wie wär's, wenn ihr euren faulen Hintern mal bewegt und ein bisschen mithelft? Bisher sitzt ihr hier im Schatten, gönnt euch vielleicht Eistee oder sonst was und erteilt Befehle. Wenn das so dringend ist, bewegt euch. Ihr habt eine Ausbildung, oder? Wir wissen nicht einmal, was das Gerät bewirkt. Tscherker hat es als Massenvernichtungswaffe angesehen. Das genügt. Seid vorsichtig in der Basis, falls sie Fallen zurückgelassen haben oder Lexende euch findet. Das genügt, Camus. Zeit, dass Profis die Sache übernehmen. Na super, ich fühle mich wahnsinnig geschmeichelt. Oh, Implantate. Wenig List. Mehr List. Nehmen wir mal das. Warum nehme ich das? Ganz einfach. Weil wir zwei Implantatsplätze haben. Und einer war noch frei. Nicht, weil es besser ist oder so. Einfach damit wir einen zweiten Platz ausfüllen. Und wäre da nur ein Listpunkt drauf. Wäre es immer noch besser, als den Platz leer zu lassen. Und für eine Auszeichnung kriegen wir keinen für eine dieser Planetenauszeichnungen kriegen wir leider kein Implantat. Deshalb das Implantat. Aber so sieht es doch mal sauber und ordentlich aus. Ich würde sagen, wir machen uns gerade noch auf die Socken zum Minenkomplex und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich würde sagen, wir sehen uns dort. Bis gleich. Da kommen wir gerade am Lagerhaus an. Unterwegs relativ unspektakulär, habt die Kämpfe möglichst vermieden. Ihr seht ja, Bonus ist immer noch bei 7 von 40. Und dann würde ich sagen, da das eine Instanz ist, gucken wir gleich mal rein. Hier sollten die Gegner hart genug sein, sodass Bo da auch mal wieder ein bisschen was zu tun bekommt. Wir testen gleich mal der ersten Gruppe, wie sich das hier verhält. Da hatte ich doch für eine Sekunde fast vergessen, wie Sprechen funktioniert. Das läuft eigentlich angenehm gut. Boda hat irgendwo sogar gespottelt. Das passt auch. Doch, das ist in Ordnung. Ich glaube, auf die Art kriegen wir das hin. So ein Lagerhaus ist jetzt auch nicht übermäßig groß. Und wenn das hier weiterhin so von Druiden wimmelt, können wir sogar einzelne Druiden rausnehmen. Vorausgesetzt, wir sind dann etwas vorsichtiger mit den Flächenschadensgeschichten. So. Druide. Lagerhaus irgendwas. Und Druide. Okay, pass auf. Wir nehmen diesen Druiden raus. Boda, du greifst mal den da an. Oh.
solange der uns nichts tut, ist alles super. Und dann würde ich sagen, so läuft es schon mal richtig gut. Wie, schon hinüber? Na gut, das soll mir recht sein. Bodder, du untersuchst mal den da. Ich hole mir den. Anschließend werden wir ihn wohl wegschicken. Das geht etwas schneller, als die Gesundheit manuell wiederherzustellen. Nach oben könnten wir auch, aber wir brauchen insgesamt eigentlich nur 8 von denen. Es sei denn, anschließend kommt der nächste Questschritt, wo wir dann sowieso nach oben müssen. Was mir halt gar nicht gefällt, ist, dass sie so weit auseinander stehen, aber... ja. Immerhin, Boda hat den weggespottet. Jetzt aufpassen, dass wir dem keinen Schaden machen, sonst endet die Crowd Control hier. Bah. Kein Problem. Wir kümmern uns erstmal um den da. So, was jetzt natürlich gerade nicht funktioniert, ist Boda wiederbeleben. Dazu dürfen wir nicht im Kampf sein. Aber der hat keine Gruppe dabei, sonst hätten die uns schon den Hintern aufgerissen. Und ein einzelner Silberner, den kriegen wir auch ohne Boda kaputt. Nicht so wirklich das Problem. Bisschen turbulent, aber mit diesem Roboter-Hacken funktioniert das alles super. So, Boda, dann nimmst du noch den auseinander. Ich kümmere mich um den da. Dann haben wir die Sachen auch noch alle mitgenommen. Yay, plündern 200. Ach, melde dich, wenn es über 9000 ist. Au. Vorerst mal keinen Flächenschaden. Das war vielleicht nicht ganz so clever, aber der Kampf ist gelaufen. Super. Und Boda hat es überlebt, aber den schicken wir gleich mal weg. Falls dann gleich wieder ein Ad kommt, hat er wieder volles Life. Es ist mir einfach ein bisschen lieber. So, bleiben ja nur noch 10 Stück übrig. Ich habe aber das Gefühl, dass wir anschließend hoch müssen. Das heißt, wenn wir ungefähr Halbzeit haben, machen wir uns auf den Weg nach oben. Ich bin sicher, da finden wir dann noch irgendwas. So, die sind wieder zu dritt. Der ist ein Nahkämpfer. Das heißt, wir nehmen den hinteren mal raus. So viel dazu. Durchhalten, Boda. Den haben wir gleich. Na komm schon. Knapper als es sein müsste. So ist fein. So, Boda, du zerlegst den da. Ich kümmere mich um den anderen. Und dann schauen wir mal, dass du wieder Körperkraft dazu bekommst. Naja, so ein Wookie hält halt schon was aus.
Was wir brauchen, sind einfach zähere Gegner, damit er dazu kommt, was zu tun. So weit, so gut. Dann bleibt hier nur noch der da. Ich habe das Gefühl, die Gruppenquests sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Eigentlich sollten die im Verhältnis schwerer werden, je weiter man im Spiel kommt. Wahrscheinlich ist dem auch so, aber mit zum Teil Level 9 Ausrüstung war das auf Taris einfach ein bisschen kniffliger. Kommt davon, wenn man vor Coruscant nochmal die Ausrüstung auf den neuesten Stand bringt und dann so schnell über Taris rüber rumpelt, dass man da einfach nicht mehr dazu kommt. Selbst schuld, ne? So, der Lehrer. Lagerhausebene 2. Ich glaube, hier haben wir jetzt mehr. Das sind jetzt zwei pro Team, so wie es aussieht. Das ist eine feine Sache. Etwas anspruchsvoller von der Gruppengestaltung her. Aber das müsste noch gehen. Wir probieren diese Gruppe mal gleich. Igitt. Ich weiß, Bruder. Wir holen auf, keine Sorge. So, Körperkraft sieht man hier unten. Au. So, das wäre geschafft. Jetzt geht es nur noch darum, den da zu erledigen. Wie gesagt, Roboter in der Gruppe sind kein großes Problem, wenn man sich mit dem Zielen ein bisschen zurücknimmt, wenn man da vorsichtig ist. Nicht einfach nur blind auf Tab, sondern wirklich gucken, was habe ich als nächstes. Und wenn man sich mit dem Flächenschaden ein bisschen zurückhält, dann sind die eigentlich machbar, würde ich sagen. Okay, so viel mal für die heutige Episode. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal noch Feierabend. Ich weiß, es ist nicht mehr viel, aber zu viel auf einmal ist auch schlecht. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.